Ich bin Kim, ich bin im fünften Semester und studiere Logopädie. Ich bin Ibrahim und ich studiere jetzt im ersten Semester Logopädie am UKM und an der FH Münster. Hauptsächlich machen wir gerade im ersten Semester Kindersprache, weil wir halt dann auch schon im nächsten Semester in ein Praktikum gehen, im Kindergarten und da eigentlich gerade sehr gut darauf vorbereitet werden. Aber nebenher haben wir halt auch einfach an der FH-Vorlesung in Public Health, in Grundlagen der Kommunikation, also wirklich alle Bereiche, die drumherum um das Thema Sprache noch so da sind. Weil wir haben hier einfach die Vielfalt an Patienten. Wir haben von A bis Z eigentlich fast alles. In der Praxis kann man eben auch alles haben. Darauf bin ich, glaube ich, sehr gut vorbereitet. Also pro Kind hat man eben einen Supervisor oder eine Supervisorin, je nach Störungsgebiet, weil die verschiedenen Neurologopäden ja auch spezialisiert sind auf ihre Patienten oder auf die Störungsbilder. Und alle 3 Stunden hat man eine Supervision. Da sitzt man hinter der Spiegelscheibe. Das ist wie beim Tatort, wo man hinter der Scheibe gucken kann, was die anderen Leute machen. Und das hat einfach auch einen extrem hohen Lehrwert, weil man ist noch so ein bisschen geschützt hinter der Scheibe, aber man kriegt einfach schon mit, wie so eine Therapie dann abläuft und auch was es für kritische Situationen geben könnte. Ich glaube, Kommunikation ist wichtig auf jeden Fall, aber ich denke, dass man viel Empathie mitbringen muss. Man muss einfühlsam sein, man muss flexibel sein. Dadurch, dass wir Therapie und Gesundheitsmanagement studieren, kann man in die Leitung von der Praxis gehen, ich könnte ins Management vom Krankenhaus gehen. Ich habe sehr lange überlegt, wo ich das machen möchte und für mich war dann einfach sehr attraktiv hier der Standort Münster. Und zudem auch das Angebot, dass man eben halt wirklich auch dann sowohl das Staatsexamen macht als auch den Bachelor. Ich denke einfach, dass es mir das Studium ermöglicht, mich weiterzubilden. Ich kann einen Master hinterher machen, ich kann sogar noch einen Doktor machen. Und wenn ich nur die Ausbildung mache, bleibt mir diese Chance verwehrt.